Fass mich nicht an! Fass mich nicht an! Sarah ist für mich ein Niemand. Ich ganz normal. Also diese Entgleisungen. Der Trash-TV-Gipfel. Sonst hätte ich niemals erkannt, was du für ein falscher Mensch bist. Stimmt doch gar nicht. Halt du auch mal deine Schnauze. Ich soll meine Schnauze halten. Ja. Oh. Frau ist skrupellos. Was ist hier los? Auf einmal sind die beiden eng beieinander. Das war's jetzt für mich. Ich pack meine Sachen nicht. Eifersucht. Willkommen zu einer der schönsten Nominierungen im Trash-TV. Eine Reise, die... Ja, die irgendwie noch brutaler ist, als ich mir es gedacht habe. Also ich find's gut. Mir war von vornherein klar, dass ich sie irgendwie auch wieder in meinem Leben als meine Partnerin haben möchte. Eine brutale Reise. Ja, was sollen dann erst die Leute sagen, die mit euch zusammen im Flieger saßen? Lena wurde eben von zu Hause so erzogen, alles langsam anzugehen. Und Robin hat dieses Prinzip ganz offensichtlich aufs Denken übertragen. Er hat ihr ja vorgeworfen, dass sie sich mit zu vielen Kerlern trifft. Immer wieder erlebe, immer wieder auf und ab, auf und ab, auf und ab. Wow. Was für eine Sexbombe. Beide Seiten, einmal dieses direkte und vor den Kopf stoßen und einmal dann wieder dieses Ankommen und lieb sein und machen, sind halt genau die Situation. Ich finde es gut, dass du mich verlassen musst, weil du mich dann mit anderen Menschen so schlecht. Ihr ist genau deswegen wirklich so schlecht, sie wird schon ganz grün im Gesicht. Ja, liebe Lena, aber das ist halt nichts Besonderes. Da muss man nur ein bisschen André Mangold beim Reden zuhören, dann geht das allen so. Aber Leute, wenn man jemanden schlecht macht, weil sie einem besonders viel bedeutet, dann muss Anushka Renzi wirklich bis über beide Ohren in Tina Ruland verliebt sein. Natürlich habe ich die Umarmungen zugelassen, aber im selben Moment habe ich mir auch gedacht, okay, das ist mir teuer. Schwierig. Du willst ihm keine Hoffnung machen und dann ist es so... Horror, weil ich genau weiß, dass ich etwas mehr möchte. Die größte Angst ist bei mir halt immer, dass wir uns irgendwann hassen. Der beste Weg, seine Beziehung zu enden, ist ja eine Teilnahme am Sommerhaus der Stars. Überleg dir das doch einfach mal. Und während du noch über die Umarmung nachgedacht hast, hat Robin in Gedanken schon die gemeinsame Wohnung eingerichtet. Kein Bock auf Verdammte. Mittlerweile denke ich mir so, krampfhaft hier zu bleiben, wenn es einfach nicht mehr geht. So, was willst du dann machen, weißt du? Läuft bei euch. Läuft bei euch. Auf einmal sind die beiden ganz eng beieinander. Ich kann mich nicht entscheiden, ob es warm ist oder kalt. Ja, wenn man kuschelt, ist es warm und sonst ist es nicht so warm. Hä? Ehrlich jetzt? Meinst du es ernst? Was willst du mir jetzt erzählen? Was man sowas? Ja, verstehe ich nicht. Mal ganz ehrlich, der ganze Haufen hier hat einen kompletten Dachschaden und Robin ist der Anführer. Robin ist jetzt also wirklich eifersüchtig auf Cocky. Kommt jetzt so ein bisschen überraschend, was kommt als nächstes? Dass Maike auf Doreen eifersüchtig ist, weil sie so erfolgreich ist? Natürlich sind einfache Gespräche nicht schlimm, aber wenn man dann trotzdem beieinander kuschelt, finde ich es nicht angebracht. Er ist ja auch jetzt älter als 16, oder? Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, nach dieser Sendung brauche ich eine Psychiatrie. Wenn du mir wirklich nicht mehr willst, musst du den Kontakt danach abbrechen. Sonst wird er nicht loskommen von dir. Lena sollte sich diesen Rat wirklich zu Herzen nehmen, von etwas nicht loskommen. Davon ist Cocky ja wirklich nun mal der Experte. Ach, überall Schnee? Auch spannend. Ohne seine Ex scheint Cocky genauso klar zu sein wie seine Lieblingsshots. Damit dürfte auch geklärt sein, wer in deren Beziehung die Hosen anhatte, beziehungsweise wie es unter Dating-Show-Teilnehmern heißt, wer den Tanga anhatte. Also ich habe an der linken Popacke eine Prellung. Und von diesem Punkt und zu diesem Punkt habe ich eine Zerrung. Guck ja schon, Rasierer. Rasieren? Was? Für meine Beine. Nassrasierer habe ich nur. Was ist ein Nassrasierer? Was nass ist? Hier wurde mit Bart. Ah, bringt es auch 10 Jahre. Ich habe Pelz. Ja, der hat einen richtigen Pelz. Ich habe ja ganz viele Haare. Und jedes Mal, wenn ich die Creme benutze, habe ich bemerkt, die brennt nicht, weil wenn ich die hier oder so benutze, dann wirkt die, merke ich. Gigi, egal wie schlimm diese Zerrung ist, das Selbstbild des aktuellen Bachelors ist definitiv noch verzerrter. Und wir merken es einfach hier auch wieder, schade, dass Carina Spack nicht mehr da ist. Die hat garantiert einen Rasierer für die Haare auf den Zähnen. Hier brennt gleich noch die Hütte, wir machen auch gleich weiter. Lasst aber jetzt schon mal ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Ja, alles gut zwischen euch, ja, noch? Nee. Überhaupt nicht. Wenn ich irgendwas sauer bin, dann bin ich so lange sauer, bis es geklärt ist. Ich dachte, ich bin Nase kaut. Und gerade meine Nase, die ist halt mir jetzt ganz besonders heilig, weil die halt noch so frisch ist. Da wird er gerne mal so, ja komm, dann gib mir mal die Creme. Und dann so, ach, Gigi, du bist schon ein toller Hengst, wie du das gemacht hast. So, ich glaube, das geht so in die Richtung.
Das ist das Kernding von so einer Beziehung. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Dann müsst ihr jetzt so krass über den Schatten springen. Stimmt natürlich, Michelle hat sich die Nase machen lassen, wie der Wendler damals übrigens. Er hätte sich mal damals lieber die Stimmbänder machen lassen. Gut, aber anderes Thema. Übrigens ist noch nicht so ganz klar, welches Aussehen unsere Michelle am Ende dann anstrebt. Unter dem Insta-Post mit dem Hashtag NewNose hat sie jedenfalls geschrieben, you can call me a monster. Robin hat mich gefragt, so, wenn heute Nominierung wäre. Ich hatte gefragt. Er hat dich gefragt. Ich so, Robin, wenn ich mich entscheiden müsste, habe ich nur bei euch Argumente. Weil sie uns auch gewählt hätten. Stark. Du hast mal was Direktes. Du hast immer, nein, ich will nicht reden. Nein, niemals. Moro. Ja, Mann. Lena tut mir einfach nur leid, weil natürlich hat sie sich irgendwelche Gedanken gemacht. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob die euch nominieren. Die weiß ich nicht. Cecilia fühlt sich hier leider halt auch so ein bisschen intellektuell unterfordert. Nachdem sie in den Spiegel geguckt hat, geht's wieder. Was? Cecilia hat gelauscht? Ein Fernsehprojekt! Natürlich macht sie mit ihrem neu gewonnenen Wissen das, was Lena mit dem Robin auch machen sollte. Ablegen. Ich bin halt schon sehr genervt davon, weil die Doreen halt das genau das geschafft, was sie jetzt schaffen wollte. Zuerst wolltet ihr die Michelle raushaben. Sie ist einfach eine Heuchlerin. Die für mich hundertprozentig auch. Eine Scheinheilige. Aber wenn sie sich heute helfen, super. Ach Mensch, Lena könnte sich wirklich auch mal freuen für unsere Doreen. Das ist mit Sicherheit das erste Mal, dass sie was geschafft hat, was sie schaffen wollte. Wollte nie zu viel, immer nur das, was gerade kommt. Hey, hey, hey. Das ist eine Zeile aus Lenas Lied Aventura. Ja, genau. Sie singt jetzt. Ich weiß allerdings nicht, ob sie sich von Doreen zu diesem Text hat inspirieren lassen. Ja. Ich würde es natürlich schwierig finden, wenn sich genau heute Patrick und Doreen schützen können. Eure Aufgabe ist es, eine Kugel mit Hilfe von zwei Stäben durch einen Parcours zu bringen. Das kriegen wir bestimmt hin. So Kinderparadies. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ist schon in Ordnung. Ach, guck an, hat RTL also doch noch eine Verwendung für Melanie Müllers Liebeskugeln gefunden? Das hätten weder Patrick noch Doreen gedacht, dass sie jemals Stangen oder Kugeln noch so weit hochbringen würden. Hand aufs Herz, wer hat bei dem Anblick des weißen Zeugs auch gehofft, bitte, bitte lass es Rasierschaum sein. Bäh, ekliges Spiel. Ich meine, es geht ja immer um Leben und Tod. Jetzt geht drauf. So, nein! So, du musst da oben bleiben, jetzt. Verdammt! Wir müssen hier durch. Bisschen nachdenken. Ey. Was ist das denn? Hab ich noch nie gehört. Du provozierst mich gerade, ne? Du provozierst mich brutal. Geh hoch! Wir sind einfach zu dumm. Ja, das motiviert mich super jetzt. Wir sind dumm. Dumm, 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 dumm. Wir sind dumm. So, ich kenn das aber. Ja, kein Bock mehr. So, Feierabend. Aber es ist auch nicht ganz so mein Ding. Beide dumm wie Scheiße. Das Bauchgefühl ist wie nach einer Mathearbeit. Und meistens ist dann immer bei mir ein Fünfer, Mann. Ein Bauchgefühl wie nach einer Mathearbeit. Doreen will doch jetzt bitte nicht schon wieder das Hackfleischthema ansprechen. Aber Leute, na klar geben die hier alles. Ich meine, Cecilia schwänzt ja für diese Sendung extra 7 Tage Vorschule. Das würde sie nicht einfach so riskieren. Okay. Wünsch mir Glück. Niemals. Glück. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Okay. Du wirst das Spiel auch absolut nicht kapieren. Denke ich. Pass auf. Dankeschön, gleichfalls. Lass mich es versuchen, gib mir diese Zeit, dir das vernünftig zur Ruhe zu erklären. Auch wenn ich langsam brauche. Wirklich. Du musst runtergehen. Rocky, guck mal. Ja, Cecilia, ruhig. Nimm doch mal die Kugel. Nein. Das ist alles gut. Du musst Cecilia, mir... Cecilia, ist nein, okay. Nein, hör mir zu. Ich weiß. Guck, verstehst du nichts? Ich kann nicht so drauf. Wie soll ich denn so drauf, Cecilia? Bleib doch mal alles ruhig. Gut. Rocky, der Einzige, der unruhig ist, bist du. Beruhig dich, okay? Wenn ich dir was zu sagen habe, ja, hör mir Cecilia, einfach du zu. Musst mir... Ey, alles gut. Es sind nur noch wenige Stunden bis zur Horror-Nominierung oder wie Cecilia und Cocky sagen würden, 73.864 Beleidigungen. Und ist euch was aufgefallen? Ne? Cocky hat heute seinen Fastentag. Zumindest habe ich ihn heute noch nicht mit einer Flasche Bier gesehen. Jedes Mal, wenn es nicht geklappt hat, du hörst mir nicht zu. Das war immer so. Ja, ne? Hat er auch nicht. Siehst du, was soll ich darüber reden? Ganz ehrlich, kein Bock drauf. Alter, bleib ruhig, Cecilia! Bleib doch mal ruhig, Mann! Nimm das in die Hand! So kurz davor, die Stange am liebsten ins Meer zu werfen, weil der mich so aufgeregt hat. Herrlich. Dieser Mann, ne? Oh, mich krank. Eine Sache. Komm, lass mich gar nicht reden. Warum redest du mit mir nicht? Wir haben es doch geschafft. Wieso freust du dich nicht? Entschuldigt, aber hat Cocky Cecilia gerade wieder einfach mal die komplette Schuld zugeschoben? Ich habe nämlich leider gerade mal kurz nicht aufgepasst. Ich war damit beschäftigt, das Wort Profilneurose zu ergoogeln. Die streiten hier einfach ununterbrochen darüber, dass der eine redet und der andere reden will und keiner dem anderen zuhört. Spannend wäre, was sie zu sagen haben, wenn einer wirklich mal über irgendwas redet. Ich weiß nicht, warum du ausrastest. Sei einfach ruhig. Ich weiß es nicht. Doreen und Patrick, ihr
bei der nächsten Nominierung nicht gewählt werden. Das Schöne ist, ich sehe es, die wahre Freude der einiger anderer Mitspieler. Ich bin richtig down. Mir fällt gerade auch voll schwer zu lachen. Klar, wer gute Leistung bringt, der kann auch, auf den kann man auch anstoßen. Punkt. Wenn ihr alleine in einer Show wäre, wo ihr alleine nominieren müsst, Leute, wart, ciao. Für mich ist es einfach. Für mich auch. Ja, ja. Wer eine gute Leistung bringt, auf den kann man auch mal anstoßen. Das ist übrigens auch das Motto des diesjährigen Bachelors. Nur ohne Leistung natürlich. Und ja, der Bachelor haut ab. Ich verlinke euch die Folge hier, könnt ihr euch für später schon mal merken. Es ist unfassbar. Worin kann ich gewählt werden? Das kannte sie bisher nur von der Vergabe von Filmpreisen. Weißt du das? Ja. Wie verhalte ich mir gegenüber? Nicht nett. Die hat mich nicht mal präsentiert, aber sie ist, fuck, die hat mich ja so angemacht. Fies. Es ist nicht echt. Meint ihr, Sarah wird Maike wert? Die wird uns. Die wird uns. Natürlich wird sie uns. Dorin auch. Ja. Also ich kann mir eins und eins zusammenzählen. Es ist auch in der Physik so, Plus mal Minus ergibt. Minus. Also Gegensätze sind sie. Aber Minus mal Minus ist das Plus. Aber Dominik und Sarah, Patrick und Doreen und Markus. Lena und Robin merken, dass das Eis sehr, sehr, sehr dünn ist. Also supi. Oh, es brodelt. Gigi möchte, dass Robin zur Hölle fährt. Na, lieber nicht. Das wäre dann genau da, wo sich Lena gerade befindet. Und halt, stopp. Bitte einmal nochmal zurückspulen. Da läuft doch offenbar ein Spiel, das uns RTL nicht gezeigt hat. Scheint irgendwie was mit Wasser zu sein. Nein, ihr nein, alle nein. Wolltet nein. Uns wählen. Ihr wart nein, in der Mehrzahl. Nein, du hast es wir. Komplett falsch verstanden. Ich habe gedacht, dass ihr einen Vorteil dadurch habt, dass ihr euch noch so nah seid. Okay, vielleicht bin ich ein bisschen dumm. Aber darüber gibt's nichts zu schreiben. Wenn du mir was sagst, weiß ich, was du gesagt hast. Aber das merkst du doch selber, dass es keinen Sinn macht. Ich habe es so nicht gemeint. Ich hab's so verstanden. Ich finde es jetzt unfair, mich wegen einer Sache zu verurteilen, die ich aber zu 100% nicht so meinte, wie es bei euch angekommen ist. Natürlich weiß Lena, fuck, vor der nächsten Nominierung muss ich mich jetzt irgendwie schützen. Ich glaube gerade, du suchst halt gerade extrem. Das finde ich schade, weil... Ja, weil ich nur das hab. Für Gigi ist Lena halt einfach genauso durchschaubar, wie er sich das von Lenas Unterwäsche wünscht. Und ganz ehrlich, Lena hat sicherlich recht. Gigi sucht immer irgendwas. Meistens Worte oder eine Möglichkeit, Michelle anzufassen. Wir haben gesagt, okay, bei euch könnte man diesen Grund sagen, bei denen könnte man diesen Grund sagen, bei denen könnte man diesen Grund sagen. Heißt nicht, dass wir eine Entscheidung getroffen haben. Du warst nicht dabei und kannst es nicht beurteilen. Ja, kann ich nicht. Habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, deswegen. Ich habe eine Frage, ganz ehrlich jetzt. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Psychospiele beginnen? Wir gehen mir auf den Sack. Dann sage ich irgendwas Falsches und dann bin ich direkt der Blöde. Das ist immer so. Aha, da sehen wir ja, dass Cecilia einfach richtig gehandelt hat. Jetzt hat Cocky die Chance auszureden und schon ist er der Blöde. Alle spinnen hier. Intrigen. Michelle ist ordentlich am Stöhnen und ich glaube fast, dass es ihr aktuell lieber wäre, dass doch Gigi wieder dafür verantwortlich ist. Hey, was willst du denn jetzt? Ich habe sie nur beschützt, Mann. Ja, aber ich weiß. Okay. Es reicht doch, aber ihr redet 3 Stunden. Das sind unsere Freunde. Darf ich dir kurz was sagen, Cocky? Ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock. Warum hörst du mir hier zu? Hör mir doch erstmal zu. Nein. Es reicht doch irgendwann. Ich dreh mich nicht mit in diesem Kinderkarussell. Ich bleib draußen, du kannst dir herumdrehen. Nee, das war's jetzt für mich. Ich hab keinen Bock mehr. Boah, ey, ganz ehrlich, weißt du was? Mach aus der Mücke aus dem Elefanten. Ja, ich mach's. Okay. Ist so. Jedes Mal. Nein, weil du mir nicht zuhörst. Was willst du von mir? Ich hab keinen Bock mehr. Das war's ciao. Jetzt. Ja, nee, ich mein's ernst, das war's jetzt. Pack meine Sachen, ich hau ab. Okay, krass. Cecilia packt ihre Koffer. Gut, ich kann es irgendwie ehrlich gesagt nachvollziehen. Neben vielen der Kandidaten hier möchte ich morgens auch nicht aufwachen. Und wie hat Dominik gerade gesagt, beim Kinderkarussell außen vorgelassen zu werden. So begann übrigens auch die Karriere der Teilnehmer von Prominent getrennt und die vieler anderer Kandidaten anderer Shows. Ich wusste ja, er kriegt die totale Panik, wenn ich meine Koffer packe. Dann habe ich gedacht, komm Cecilia, ich gebe ja nicht auf, ich bin doch nicht blöd. Kommst du halb und halb. Mein Koffer sah sowieso scheiße aus. Ich wollte, dass er Angst bekommt und merkt, dass ich es ernst meine. Ich glaube, am besten hätte ich ihn komplett den Mund gehalten, dann wäre ich aus der Schusslinie gewesen. Jetzt aufgeben, ausziehen, ist komplett eine falsche Situation. Hm. Und das werde ich nicht machen. Wieso kannst du nicht von vornherein so mit mir reden? Ach guck, der Urlaub geht also weiter im Club der gescheiterten Existenzen. Einfach mal den Mund halten. Dieses Prinzip bietet sich übrigens auch an, wenn man gefragt wird, ob man an einer Reality-Sendung teilnehmen möchte. Warum sehen wir unter anderem jetzt? Denn Sarah erzählt einen Schwank aus ihrem Leben. Und als ich den Papa meiner Kleinen kennengelernt habe, war ich halt wirklich so dermaßen verliebt. Die Kleine ist das Beste. Ich lasse das hier auf der heißen Pfanne stehen, so, oder? Sehe euch, was mir passiert ist. Für alle. Und ich wünsche es mir nicht mehr anders. Weil die Liebe, die ich in einem Mann gesucht habe, die habe ich tatsächlich in ihr gefunden. Krass.
Ja, gut, aber die Story ist halt auch ziemlich halbgar. Das Hackfleisch von vor 2 Wochen erstattet gleich Anzeige, auf die sie mit Sicherheit sehr lang und ausgiebig vorbereitete Ansprache nur einen Krass als Antwort zu halten. Das ist natürlich wirklich enttäuschend. Gut, immerhin weiß jetzt Sarah Joel auch, wie es sich für Nino DeAngelo anfühlt, wenn er mal wieder probiert, ein Comeback zu starten. Dafür benötigt ihr Zusammenhalt, Muskelkraft und Denkvermögen. Haben wir gerade schon trainiert. Scheiße. Zusammenhalt. Zusammenhalt. Das legen manche nicht an dem Tag hier. Ich hab keinen Bock, mich zu bewegen. Komm, du. Dann lass. Zu Lena gehst du auch immer. Warum nicht zu Cecilia? Du provozierst auch jetzt gerade ganz stark, ne? Nee, du provozierst den ganzen Tag. Die ganze Zeit am Kuscheln und so. Mit wem? Mit Lena? Ja. Yeah. Händchen halten hier, Arm nehmen da. Kuscheln hier. Siehst du mal. Zusammenhalt, Muskelkraft, Denkvermögen. Ich finde es sehr gut, dass RTL dem Bildungsauftrag nachkommt und den Kandidaten hier ganz neue Worte beibringt. Und wie wir genau sehen, Michelle sieht ihre Fälle davon schwimmen. Zusammenhalt und Denkvermögen fehlen ja sowieso. Und Gigis Muskelkraft beschränkt sich ja wirklich auf sehr wenige und dafür ausgesuchte Körperteile. Auf eurem Weg hängen Fragen, die ihr beantworten müsst. Durch jede falsche Antwort verringert sich eure Gewinnsumme. Wie viel Prozent der Deutschen wollen den Ex zurück? 7,3 oder 15,7? B! Kommt drauf an, ob sie auch die Damen hier aus der Villa gefragt haben. Robin wartet auf die Frage, wie viel Prozent der Männer gehen ihren Ex-Freundinnen so auf die Nerven, dass sie sogar dazu bereit sind, mit Cocky zu kuscheln. Wie viel Prozent der Männer haben bei der Begründung ihrer Trennung gelogen oder etwas verschwiegen? A, 31, B, 56. 56. B! Hä? Egal. Wie viele Flaschen Bier trinkt Cocky am Tag? A, 13, B, alle? B! 56%, die Angabe kommt Cocky bekannt vor. Das sind aber leider nur die Prozentangaben auf seinen Whiskyflaschen. Bei dieser Frage geht es um 4.000 Euro. Was ist die am meisten gesuchte Frage im Internet? A. Wo ist der G-Punkt? B. Wie bringe ich eine Frau zum Keine Frage, die sich Markus stellt. C. Wie werde ich genitalherpeslos? D. Ist mein P ist zu klein. Also wer ist für A? Richtig. Die Suche nach dem G-Punkt bringt also 4.000 Euro. Wenn Gigi das mal umrechnet, wird er von Michelle garantiert ganz viel Geld verlangen. Von erfolgreicher Suche stand da nämlich nichts. Nicht so schnell, nicht so schnell, das kann Gigi sonst nicht alles mitschreiben. Er hat bisher nur die Frage, wer will mit mir knickknack gegoogelt. So Leute, ich hoffe, ihr habt euch alle gut aufgewärmt, denn jetzt geht's zur Sache. Heute werde ich so laut sein, wie ich es will. Ich werde auf jeden Fall leise sein. Wir sind bereit. Wer hätte das gedacht, dass ich wieder hier stehe? Die Stimme kennt ihr. Ja, die letzte Nominierung, die war für mich höchst emotional. Mich hingestellt, als wäre ich die größte Schauspielerin, Lena und Robin. Irgendwie nicht mehr der Rede wert. Ja. Und sie ist einfach eine Person, der ich gar nicht mehr in die Augen gucken möchte. Ein Spruch. Niemand, wirklich niemand hat bisher Doreen als größte Schauspielerin hingestellt. Da hat Robin was mit Gigi gemein. Der möchte Doreen nämlich auch nicht in die Augen gucken, aber die hat immer so weite Gewänder an. Deswegen kann er gar nicht dahin gucken, wo er sonst immer hinguckt. Die Jenny hat gesagt, Doreen, weißt du was? Ja. Es gibt ihn, den lieben Gott, den lieben Dreschgott. Das stimmt, ich glaube auch am lieben Gott. Und irgendwann werden alle Gesichter aufgedeckt. Daran glaube ich auch. Wie auch immer. Amen. Schnauze! Oh Gott, das ist zu peinlich. Krass, gut. Lena, Robin, du hast mir in die Augen geguckt, Lena. Du hast gesagt, wir wollten dich wählen. Nein, 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 aber wir möchten dir nur mal erklären, wie wir das sehen. Weil Lena, das verstehst du bist gleich hier, dann kannst du alles sagen, was du willst. Okay, mach ich auch. Gerne. Chill. Sehr gerne. Lass mich kurz fertig, weil ich habe keinen Bock, immer diese gleichen Sachen zu sagen. Ja, viele Wiederholungen, aber Cockys Wortschatz ist halt nur mal begrenzt. Ach, das war nicht Cocky. Naja, trotzdem. Also ich habe so meine berechtigten Zweifel, dass der liebe Gott irgendwas mit dieser Sendung hier zu tun hat. Die Kirche überschreitet viele Grenzen, aber das hier geht sogar denen zu weit. Heute ist die letzte Nominierung. Also kam noch die taktische Entscheidung. Das ist die einzige Erklärung für deine Nominierung, weil du genau weißt, dass wir hier mit eins der stärksten Pärchen sind. Du legst jetzt bitte gleich auf und dann wirst du nochmal von uns, von meiner Psychologin zurückgerufen. Ja, das verstehen wir, wenn wir ein starkes Team sind. Das, was du gerade machst, ist fair. Uns das ins Gesicht zu sagen, es ist fair. Da warten mal die anderen ab, was die sagen. Okay, siehst du, was hab ich dir gesagt? So, dass die erste Wahl Doreen gewesen wäre. Lena rückt sich hier erstmal alles zurecht. An der gleichen Geste erkennt man auch, wenn Michaela Schäfer etwas sagen möchte. Doreen wäre jetzt am liebsten nach dem Gelaber von Lena genau das, was Patricks Augenringe auch sind. Komplett blau. Ich werde immer unterschätzt im Leben. Ich habe es gesehen. Du kamst direkt zu mir. Du hast gedacht,
Lena, die ist süß, die ist lieb, die lacht immer viel. Die ist dumm und naiv. Ich hab nie gesagt, du süße Kleine, das sagt sie über sich selber. Ich weiß, dass ich dich falsch eingeschätzt habe. Sehr kontrolliert und sehr diszipliniert. Oh ja, das ist aber super, weil sonst hätte ich niemals erkannt, was du für ein falscher Mensch bist und dass du mich unterschätzt hast. Die hat keine Rede gehalten, nicht mal ich. Ich bin ein Profi. Ah, die ist auch gut. Wer sagt ihr? Das hat nämlich Lena leider falsch verstanden. Doreen hatte Robin gesehen, als sie sich das gedacht hat. Doreen ist also ein Profi, aber nicht im Reden halten, sondern im Zuhören, wenn ihr Casting-Agent mal wieder sagt, dass sie die Rolle nicht bekommt. Was? Wie reagieren wir alle, wenn Lena sich mal wieder als die Jeanne d'Arc des Trash-TVs aufspielt? Hier rein, da raus. Das, was du hier gemacht hast, war filmreif. Du hast deine Rolle super übernommen. Stimmt doch gar nicht. Doch. Weil du hast es immer verglichen als gleich. Was redest du andauernd mit? Das machst du doch auch die ganze Zeit. Nein. Ich unterstütze sie. Ihr beide. Unterstützt sie auch. Also alle halten die Klappe. Du redest ja, mit. Dann lass sie reden. Du hast den Schnauze. Hier. Wie bitte? Halt du auch mal deine Schnauze. Ich soll meine Schnauze halten. Ja. Oh, Robby. Sozial. Wow. Ist dasselbe wie Klappe. Ich dachte, du hast irgendwie. Robin. Ich dachte, du hast Stil. Der Robin, der die ganze Zeit einen auf tollen Mensch macht, sagt sowas? Unverschämt. Doreen wird langsam unverschämt. Neben der Gewinnsumme am Ende will sie jetzt auch noch einen Oscar, wenn sie noch ein weiteres Mal als Schauspielerin bezeichnet wird. Doreen, sorry, aber es gibt wirklich Grenzen. Oder wie Lena sagen würde, arbeiten. Ich soll die Schnauze halten, die Klappe halten? Hast du jetzt keinen Stil? Du hast Klappe gesagt. Lass doch jetzt. Musst du so mit mir reden? Jetzt hör mal dazu. Ich denke, du bist so erfahren. Hör mir doch bitte zu, Doreen, weil diese Sprache geht direkt an dich. Ich stehe nur für dich hier. Weil dann ein Riesenproblem hast, dass du, nein, dass du mir sagst. Was willst denn du jetzt hinter mir andauern? Bitte, sie möchte doch reden, bitte. Na, halt dich doch raus und geh auf die Toilette. Nein, ich möchte, wenn sie redet. Wieso? Bist du ruhig. Bist du ihre Mentorin? Ja, bin ich, weil ihr seid doch auch gerade alle gegen sie. Also keiner sagt dir was. Dann lass es bitte und lass sie reden, bitte. Da hat Doreen leider keine guten Karten. Bei einer lass sie reden, hör mir endlich zu. Ich höre dir aber nicht zu, Diskussion ist wirklich Cecilia komplett in Übung und hat viel mehr Erfahrung. Übrigens, was ich richtig gut finde, Doreen hat vor der Sendung ein Anti-Integrationstraining absolviert. Fakt ist, man wird dein wahres Gesicht sehen. Diese Nominierung, nur taktisch die Hoffnung, dass wir hier bleiben, um einer Doreen zu zeigen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Deshalb nominieren wir euch beide, Sarah und Dominik. Nee, verstehe ich nicht. Wenn wir nicht schützt, dann hätten sie uns gewählt. Okay, Sarah und Dominik werden nominiert. Für Dominik ist es wirklich ein sehr, sehr schlimmes Déjà-vu. Er wurde doch schon, als er damals Sarah kennengelernt hat, für etwas bestraft, für das er nichts konnte. Und wer hätte es gedacht? Jetzt haben sie doch ganz unverhofft was mit Jenny Elvers, die ja vorzeitig ausgezogen ist, gemein. Sie gehen hier gerade alle baden, genauso wie Jennys Schmuckkarriere. So. Die hört aus wie ein Tanz. Ich trau ihr nicht. Und du wüsstest ganz genau, dass in diesem Schild dein Foto eigentlich wäre. Ich bin aber froh, dass du dich geschützt hast. Ich bin auch froh, dass du da gelacht hast und dich gefreut hast. Weil du dann chillen konntest. Eine ganz, ganz gefährliche Frau. Im Endeffekt habe ich Dominik und Sarah nominiert. Natürlich, klar, das ist halt auch einfach nur taktisch, dass die hier bleiben, dass ich euch nominiere. Das ist der einzige Grund. Ui. Patricks Aussage ist genauso wie seine Frisur von vorgestern. Es gibt hier wirklich nur eine einzige Regel. Sei niemals wie die alle hier und wenn doch, hol dir Hilfe. Klar gibt Cecilia alles. Wie hat sie so schön gesagt? Bam, bam, bam. Wir waren Maschinen. Na gut, also bei uns kommt das jetzt ehrlich gesagt eher ziemlich hohl rüber. Dass du natürlich auch einen Fehler gemacht hast, das weißt du ja auch. Fehler sind menschlich. Ja, deswegen, das ist ja auch okay. Ich hab alles vergessen, ehrlich. Ja, Doreen, du vergisst auch eben sowieso alles. Nein, Quatsch. Doreen, so ist bist du, aber das bist ey, du. Das hab ich dir ständig gesagt. Weißt du, ob ich so entspannt bin? Warum bist du denn so entspannt? Bin interessiert in so ein Blech. Wie will sie? Darauf freue ich mich am meisten. Ja. Dankeschön. Nein. Gott, ey. So, komm. Möchtest du anfangen oder soll ich? Du bist die Chefin. Ich finde, der heutige Abend hat uns auch ganz, ganz klar gezeigt, wer wo steht. Uns auch. Die alle zusammen in der Raucherecke, während alle anderen im Unterricht saßen. Schon spannend, diese Gruppendynamik. Alt gegen jung. Intelligent gegen dumm ist hier ja leider nicht möglich. Wer hier eine Rolle spielt und wer nicht. Ihr zwei seid mir zu stark. Alles gut. Es ist eine wirklich faire und ehrliche Begründung und das nehmen wir uns auch beide so an. Lena, Robin. Irgendwie nicht fair. Tja, hättet ihr euch halt einfach mal gesaved. Wir erinnern uns. Michelle und Gigi haben ein Wissensquiz gewonnen. Und ganz ehrlich, wie schlecht müssen die anderen alle gewesen sein? Ah, Sarah Joel, klar. Und hier unser BWL Justus hätte eigentlich ganz gute Karten, wenn er halt nicht einfach Sarah Joel an der Backe hätte. Unglaublich, die Frau, unglaublich. Mensch, Cecilia. Du bist so aggressiv. Du gehst gleich hoch. Das macht sie jetzt sehr gut. Das ist Temperament. Das mache ich wieder sehr gut. Diese Frau ist skrupellos und gefährlich. Ich habe wirklich lange sowas nicht erlebt wie sie.
Der Spaß beginnt erst jetzt. Lena und Robin sind also raus. Lenas Familie ist jetzt spontan in den Urlaub gefahren, weil sie natürlich völlig zu Recht Angst haben, dass Robin jetzt in ihrem Garten kampiert. Und weiß irgendjemand, was es eigentlich mit diesen Gurten hier auf sich hat? Ach, ist das eine von Harald Glöcklers Push-Up-Unterhosen, die Cocky aus Versehen verkehrt angezogen hat? Ich würde jetzt sagen, das darf ich jetzt noch nicht machen, das ist gemein. Uns darfst du es sagen. Okay, als das Ding vorgegangen ist, sagte Patrick, der Patrick ist seine Unschuldigkeit. Ein Baby. Die schaut aus wie ein Transvestit. Gemein. Ja. Das ist gemein, aber der Patrick hat gemacht. Und dem nimmt man halt nichts übel. Aber diese Frau, die ist so eklig. Ich weiß. Die ist so eklig. Interessiert mich nicht. Doreen nennt es Patricks Unschuldigkeit, ich nenne es Patricks Dummheit. Wobei, das jetzt stolz hinterher auch noch rumzuerzählen, ist vielleicht sogar noch ein bisschen dümmer. Oh Leute, ey. Ich saß auf der Couch, Cecilia saß neben mir und Sarah war halt an dem Ofen und hat sie dann so Fax gemacht und dann über Cecilia und hat sie so angeguckt. Und anscheinend muss man so sein, um zu gewinnen. Ich mich direkt auf die andere Couch gesetzt, weil ich wollte direkt Sarah beobachten. Was ist los? Bitte sag mir einfach. Oh, ihr seid verrückt. Ich bin mir nicht sicher, darum sage ich nichts. Also angesichts dieser sehr, sehr komischen Bewegungen von Sarah Joel hätte unser Cocky mal lieber einen Defibrillator besorgt. Wenn deine Stirn krampfhaft versucht, dein Botox zu bekämpfen, weil es einfach ohne Stirnrunzeln in diese Sendung nicht geht. Ich kann es verstehen. Man hat so Grimassen gemacht über deinen Kopf. Und ich war mir nicht sicher. Und darum habe ich mich rübergesetzt, um sie zu beobachten. Okay. Sarah ist für mich sich die hellste Röhre im Solarium. Ein Niemand. Sarah ist für mich fake. Ich frage sie gleich. Ich frage sie nur ganz kurz, dass wir vielleicht was falsch verstanden. Hast du versucht, du bist doch erwachsen, dann sagst du mir, hast du mir hinter mir eine Krabbe gesagt? Weil die Kameras sind ja da. Ich will es nur wissen, vielleicht hat Cocky was Falsches gesehen. Darf ich? Mhm. Kannst du machen. Dass es irgendwann auch mit Sarah kracht, das habe ich von vornherein gesagt. Ganz ehrlich, man sollte beim RTL mal darüber nachdenken, diese ganzen Spiele sein zu lassen und einfach nur auf die Nominierung und das Geschehen danach sich zu fokussieren. Das ist wirklich Trash-Gold. Das hier ist angesichts dieser Szenen wirklich schlimmer als jeder Horrorfilm. Egal. Darf ich mein T-Shirt ausziehen für euch? Als jeder. Weil du ja sagtest, dass du es ins Gesicht hast, hast du mir gerade hinter mir irgendwelche Grimassen gemacht oder sowas? Hinter dir Grimassen gemacht? Ich habe getanzt. Okay, aber du hast keine Grimassen gemacht. Also du hast nicht so wie nicht, ist kein Problem, aber ich frag dich direkt, weil ich bin ein sehr direkter Mensch. Man sieht's ja dann. Ganz normal. Ich frag dich ganz normal. Hast du nicht gemacht? Guck mal, ich kann tanzen, so viel ich will. Nein, das ist ja nicht schlimm. Tanzen kannst du machen. Aber gegenüber mir ist das so. Grimassen schneiden, so viel ich will. Ah, okay, also hast du es doch gemacht. Ich habe keine Grimassen gemacht, ich habe getanzt. Wie oft musste sich Joachim Lambi diese Entschuldigung schon anhören? Und sehr schön, wie sich Patrick hier im Hintergrund vorbeischleicht, um auch nochmal zu überprüfen, ob Sarah gerade wieder Grimassen schneidet. Ich frag dich nur was, anstatt zu sagen, du nee, fragst gar mich, du greifst doch an. Habe ich angegriffen? Nein, habe ich nicht. Ihr greift an. Es ist ja natürlich sehr gut, wenn du angesprochen wirst, du fühlst dich ertappt und denkst dir, scheiße Mann, die hat das gesehen, dann muss ich schnell umrudern. Seht ihr gerade, was hier los ist? Oh, wie gut sie ist. Wie so zwei Kleine sich gerade vor mir aufbauen. Nein, sie ist gut. Zwei Kleine, die sich aufbauen und schreien. Oder wie es in Sat.1 auch heißt, The Voice of Germany Kids. Cecilia wirft eine Person Overacting vor. Geil. Mögt ihr auch diesen Moment, wenn Cocky seinen Kopf zur Seite neigt, damit sich sein Verstand in einer Ecke konzentrieren kann? Hör auf mit sowas. Sarah, ganz ehrlich, nicht bei mir. Was machst ich, Sarah? Ich frage dich ganz normal. Möchtest du mir auf Dahl mit Tee eine knallen? Wie bitte? Guck mal, wie sehr gut sie ist. Ich frage dich ganz normal. Sie ist auch sehr gut. Ich baue mich gar nicht auf. Ich möchte nicht mit... Fass mich nicht an. Sehr gut. Fass mich nicht an. Guck mal. Fass mich nicht an. Ich habe dich eine Frage gestellt, anstatt zu sagen... Nein, tut mir leid, das habe ich niemals gesagt. Geil. Man kann schon verstehen, dass den Sendern diese Trash-TV-Formate einfach irgendwann zu teuer werden. Inzwischen brauchen die ja mehr Securities, die im Notfall dazwischen gehen können, als Teilnehmer. Sarah Joel weiß halt auch einfach, wie man Stress in die Bude bringt. Diese Entgleisungen, diese menschlichen. Und das ist ja nicht nur in Bezug auf mich, es ist in Bezug auf jeden, der etwas sagt. Ich muss mich vor keinen von euch beiden rechtfertigen. Komm mir nicht so. Kannst du auch was anderes sagen? Ich kann ganz eine Menge sagen. Ja, willst du mir jetzt ein Feuerzeug ins Gesicht schmeißen? Möchtest du mir dann Feuerzeug ins Gesicht schmeißen? Ey, Sarah, komm mir nicht so Kindergarten. Bobby, ey, sag mal, ganz ehrlich, spinnst du? Seid ihr völlig irre, oder was? Was für ein Feuerzeug ins Gesicht schmeißen? Bitte komm mir nicht so Kindergarten. Sarah ist natürlich unglaublich provokant, aber wie kommt sie denn auf die Idee, dass Cocky ihr das Feuerzeug ins Gesicht werfen könnte. Das braucht er doch schließlich noch für... Oh, ein Bilderrätsel. Ah, das ist doch der Sänger mit Nachnamen David, Vorname Crack.
pfeifen. Komm nicht drauf, wenn ihr eine Idee habt, was es sein könnte, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Und wo wir gerade schon mal dabei sind, Abo mit Glocke nicht vergessen. Und ich freue mich auch über einen Daumen nach oben für mein Video. Prominent getrennt geht nur noch bei RTL Plus weiter. Damit ihr es gucken könnt, verlose ich Coupons. Wie es geht, das steht im angepinnten Kommentar. In der vergangenen Folge gab es eine pikante Geschichte von Maike. Irgendwas hat sie wohl geschluckt. Und hier haut der Bachelor einfach ab aus der Nacht der Rosen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, klickt auf jeden Fall rein. Und dann sehen wir uns gleich hier.